Herzlich willkommen zur nächsten, also zu dieser Ausgabe von Dungeons of Dark Metatron. Hallo Petit. Schön, dich diesmal wieder dabei zu haben. Schön, dass du nicht arbeiten musst diesmal. Yay! Ja. Oh. Heute dann jetzt hoffentlich, also ja, weil wenn es heute nicht klappt, dann gebe ich aber auch auf, denke ich. Nein. Aber heute dann jetzt Aretha geht's weiter. Heute dann nochmal mit Ton. Ich habe die Probleme mit meinem Black Magic Device und dem Ton habe ich gelöst bekommen. Ja, war halt weniger ein Problem des Black Magic, als dass ich halt im Mister was falsch eingestellt hatte. Ich hatte halt den Mister auf 96, also 96.000 Kilohertz Abtastrate, also hier Abtastrate eingestellt. Da kam das gute Black Magic Gerät dann nicht ganz so mit klar. Kann man ihm jetzt auch nicht verübeln. Ist halt weit außerhalb seiner Spezifikation. Aber ja, das habe ich dann einfach die Option umgestellt und überraschenderweise funktioniert's. Hey! Kaum macht man es richtig, schon funktioniert. Ich habe hier schon mal, ich hatte mal ein wenig weitergespielt. Aber weil ich ja noch eine Ausrüstung gucken wollte. Ja. Deswegen bin ich jetzt hier gerade in Ost, nicht, deswegen bin ich gerade nicht hier da, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, sondern an einer etwas anderen Stelle. Ich habe mir ist auch aufgefallen, ich habe doch beim letzten Mal, als ich doch diesen ewig langen Kampf gegen diesen Drachen gemacht habe, habe ich doch ein Item bekommen. Die Trinea. Die kann ich jederzeit benutzen, um meine Magie, meine Lebenspunkte und meine Magiepunkte wieder voll aufzufüllen. Das hilft, das wird natürlich jetzt beim Leveln und sowas und beim auf dem Weg gleich wieder zum Endgegner natürlich sehr helfen, weil dann brauche ich zwischen den Kämpfen natürlich keine Heil-Items mehr, weil dann mache ich einfach immer nach jedem Kampf den Trinea an und dann bin ich halt wieder voll mit allem. Das wird wirklich gleich viel helfen. Das hätte ich das beim letzten Mal schon gewusst, hätte ich einfach mal ausprobiert, was das Item macht, dann wie gesagt, hätte das schon viel geholfen. So, genau, ich wollte nicht ja was anderes. Ah, ich habe hier mein Lyra. Can that be used here? Ja, kann ich nicht hin, muss ich das außerhalb der Stadt machen? Ah. Wo man manchmal welche Zauber benutzen kann, ist schon. Falscher Knopf. Oh, Repel habe ich ja auch. Ja, egal. Ah ja, genau. Kann ich hier nämlich. Ja, ich wollte ja noch nach Items gucken. Mal schauen, Puls will ich war eigentlich ein relativ. Game Stadt. Hier irgendwelche guten Items bekomme. Immer mehr. Ja, da brauche ich ein paar von. Kann ich verkaufen. Dann nehme ich lieber ein Perfix S noch mehr mit. Genauso wie Potions D, dann nehme ich auch lieber Potions S.
verkaufen einfach alle und dann decke ich mich da gleich komplett neu ein. Item. So, ich denke, jetzt bin ich ganz gut ausgestattet. Dann speichern wir mal. Nein, ich hab heute mit meinen Tasten so. Genau. Oh, hi. Ich kann natürlich mal gucken, ob irgendwelche Items vielleicht noch im Haus zurückgelassen wurden, die ich einsammeln kann. Ich denke aber nicht. Das sieht leer und verlassen aus. Ah, hi. Ja, die Steuerung ist echt sehr empfindlich. Oh, ein Gegner.
Keiner irgendwelche Schatztruhen zurückgelassen, sondern so eine Gemeinheit. München. Oh go, oh go, genau, alle umbringen. Alle umbringen. So, und hier einmal schön die Trainer benutzen. Yay! Alles wieder voll. Super Item. So. Windle Castle. Die sind ja schon irgendwie niedlich, diese Pixies, aber... Angriffskraft verstärken und dann draufhauen. Ist blind.
Ach ja. Immer noch einer. Ach, ein Deadhead. Stirb, Skelett-Zombie-Viech. Ein Kampf. Ersten Tod. Und so war den. Mal wenig aufzuräumen. Boop. Yay. Ein Level up, das will ich doch.
Stirb, du Glitch. So ist es richtig. Multistar. Einmal. So, noch einer. Noch ein Sprite. Die Sprite läuft weg. Da hatte ich doch noch Durst. Inferno.
Ich habe mich beim letzten Mal schon gewundert, warum ich die Vollarmer finde, wenn niemand die tragen kann. Ja, mal ein bisschen aufräumen. Sterbt, ihr Viechers, sterbt. Was war das? Sehen wir im verwirrten Gehirn irgendwas Komisches getan? Einmal einen Zauber drauf und dann schauen, wer noch steht.
Nächster Level ab. Jupp, jupp. Entschuldigung. Ach, Nacht war eindeutig viel zu kurz. Ach. Jupp, heute ist Big Boss Fight, aber erstmal ist jetzt heute auf dem Weg zum bis Big Boss Fight und dann mal schauen. Aber sollte klappen. Bin jetzt voll ausgerüstet und weiß jetzt ja auch, wie der Bosskampf funktioniert. Also das. Jetzt sammle ich noch ein bisschen Erfahrungspunkte auf dem Weg zum Boss. Und dann wird das gleich klappen. Schön, schön. Ich mag dieses Item. Es war eindeutig super, dass ich den da noch gekämpft habe. Eine Kiste. Jup, jup. Ist der Raincoat.
Use the force. Use the force.
Ihr habt ihr fiesen Monsters. Jetzt sag ich das schon. Bin ich im Kreis. Ach, ich glaube, ich bin wieder im Kreis gelaufen, weil ich so. Das, was mir letztes Mal auch schon passiert ist. Oh, mein. Magie. Komm schon. Stell dich nicht so an. Nein, 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 nein. Nicht der Bug schon wieder. Boah, das ist zum Glück hatte ich nicht ganz so weit zurückgespeichert, aber.
Das ist doch nervig. Ich sollte mir echt angewöhnen, mehr häufiger zu speichern. Und die Kämpfe werden irgendwie doch ziemlich buggy. Also jetzt nochmal ganz mal einige Kämpfe neu machen. Ja, mehr, das ist echt. Das ist echt. Da ärgert man sich. Wenn man sowieso schon auf dem Weg zum Bossfight ist. Ah, den Raincoat, den keiner tragen kann. Ey, kritischer Treffer. Was soll ich immer am liebsten? Ah, oh. Hab ich nicht aufgepasst, dass meine Ariel bieten. Egal, Dole kann die wieder beleben. Das war einmal nicht auf.
mich doch echt verarschen. Das mit dem Kampf weg, vielleicht ist in der Stelle irgendwas im Code nicht richtig.
nochmal Magie. Dicke Magie. Ja, wenn ich ausreichend war. Bild abgebogen. Ja. Zeit gucken, glaube ich, auch nicht mehr. Ah, hier ist relevant, okay.
Nächsten Kampf mache ich wieder, aber. Spannende Kämpfe. Viele Smoke Bombs. Dann kämpfe ich halt gegen euch, wenn ihr unbedingt wollt. Wenn ihr mir unbedingt eure Erfahrungspunkte geben wollt, dann nehme ich sie halt. Mensch. Ein sehr langlebiger Troll. Aber jetzt habe ich ihn auch besiegt. Die Diskussion habe ich gewonnen, Troll. Oh. Ah. Ja, wenn ich mich doch. Ich hasse solche Labyrinthe ohne Map oder sowas. Ich verlaufe mich doch so einfach. Ich glaube.
Eine Kiste. Ja, komm. Ja, ich glaube. Ja, da ist er. Bla.
war im letzten Mal schon alles. Jetzt kommt das. Sie davon aufgefressen vom Bösen und dann darf man das Böse vernichten. Ja, hahaha. I've unleashed the Wrath of Power. Hahaha. Das Böse mit drei Augen. Gatanas.
mal mit dem blöden Hellhole aufhören? Das ist nervig. Das ist echt nervig. Ja, geil.
Yes! 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 La 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 la. Bin fertig gemacht. Yay! The nerve, however, I am able to regenerate quickly. It's no use. We can't defeat Gatanas. I... Oh, Fang, what's wrong? Sorry, I didn't mention this earlier, Ariel, but when the elemental dragon removed my seal, I remembered my primary purpose. I'm the protect dragon. My sole function is to safeguard you, our goddess of light. Right now, whatever it takes, I must save you from this creature called Gatanas. Therefore, I will hold Gatanas in this space. The rest of you must retreat immediately. Leave quickly before the new seal closes. No! I will not abandon you here, my dear Fang! No other way. Out of time. Duel, please look after Ariel and everyone. You've got it, old Paul. We had some fun times. Oh, Fang. I'm so sorry. I can't do this, Fang. Das war's! Yay! Und relativ pünktlich. Ich bin ganz gut. Yay! Beim nächsten Mal, kann er mal nochmal anteasern, was wir beim nächsten Mal spielen werden, nämlich
Magic Knight Rayearth. Das ist ein eher kürzeres JRPG. Auch wieder eine Fan-Translation. Das hat es leider auch nie aus Japan rausgeschafft auf dem Super Nintendo. Aber das kommt dann halt nächste Woche dran. Und ja, danach könnte ich dann auch mit Aretha 2 weiterspielen. Also es gibt sogar zwei Fortsetzungen zu dem Spiel. Und aber da schaue ich dann mal. Also ich fand Aretha jetzt wirklich schön. Wie gesagt, es waren einige Sachen waren so ein bisschen, ja, da merkt man, das ist jetzt so eins der frühen Spiele von den Entwicklern gewesen. Die haben noch ein paar ganz andere interessante gemacht, die ich mir auch mal anschauen könnte im Laufe der Zeit. Aber ja, wie gesagt, ich mochte das. Vor allem, ich mag die Charaktere eigentlich. Ich mag Aretha und ich mag die ganze Welt, die ist sehr lustig, die ist halt, du hast halt schon irgendwie so einen epischen Kampf und aber alles doch in einer eher leichten, lustigen, witzigen Welt. Das ist eigentlich mal ganz schön. Deswegen, also, mir hat das sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch jetzt gleich viel Spaß mit der Daddelkammer zu wünschen in einer halben Stunde. Etwas, ja, ungefähr. Bin ich mal gespannt, was wir heute wieder vorgesetzt bekommen, ob er wieder Mega Drive macht oder wieder C64. Ja, ist ja immer sehr spannend. Immer sehr schöne Spiele. Immer eigentlich sehr schöne Spiele doch dabei auch, was er so macht. Ja, und dann, wie gesagt, hoffe ich doch, euch nächste Woche dann mit Rayearth wieder begrüßen zu dürfen. Und das war's mit der Rapper. Wuhu! Ja, hab ich auch perfekt über den Abspann gesprochen. Yay! Bin. Ah, schönes Spiel. Das freut mich, Daddelkammer.